Ja, grüß euch, was geht? Ja, also es geht hier nicht um, wir wollen heute noch was testen, beziehungsweise habe ich es gerade schon mal getestet. Ich habe mir hier, also ich habe jetzt letztens mal ein bisschen Langeweile gehabt. Ich habe hier gebaut Suzu, worum es jetzt gleich geht, ist das hier, Yosenju Kaiju, Time Lords, Sky Kaiju Cyber und ja. Aber wir wollen uns jetzt hier mit Yosenju Kaiju beschäftigen. In Normals. Also ich will es mal in Normals ausprobieren. Ich habe gerade mal ein Normal-Game gespielt, was es ja jetzt gibt hier in diesem Spiel. Ein einfaches Match. Ich hatte gerade ein einfaches Match. Der Typ hat überraschenderweise dieses Crow, wenn du das siehst, im Battle City Turnier Bakura. Das Bakura-Deck gespielt mit den Augen, mit dem Field Spell, blablabla, aber hier in dem Game ist der halt viel nerviger. Hatte keine Chance. So, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht mit Yosenju Kaiju. Ja, ich mag es bisher. Es ist sehr bricky, also es kann sehr schnell bricken. Also bricken bedeutet, ihr könnt euch vorstellen, ja, Stapel. Also bricken heißt so wie du hast ein Kartenhaus. Und das Kartenhaus kann sehr schnell zusammenfallen. So, also jetzt mal einfach erklärt. Ja, wir probieren es einfach mal aus im weiteren Game. Das gerade war gut, weil ich habe jetzt nicht gedacht, dass jemand so. Okay, es heißt ja Casual Match, also jemand, der jetzt nicht so abgeht wie sonst was, aber. Ja, schauen wir mal. Das kann auch nur Glück gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich als Erster anfangen will tatsächlich. Aber wir machen mal als Erster. Dieses Deck ist eigentlich als Erster und als Zweiter relativ gut. Je nachdem, wie meine Hand ist. Ja. Und ich will auch dieses Feld, aber es kostet 3000 Diamonds. Das habe ich für OERs ausgegeben, um das Magic Deck da weitere Fans zu sein. Die Hand ist. Geht besser. Wir setzen erstmal die beiden Fallenkarten hier verdeckt. Ich weiß nicht, ob ich Dimensionsreset schon verwende, aber ich glaube ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon geht. Wir gucken mal. Kann ich den Effekt trotzdem aktivieren? Nee, kann ich nicht. Na ne? Gut, dann beenden wir die Phase. Sie kommt sowieso zurück. Yosenju Isner kommt eh auf die Hand zurück. Das machen auch die anderen Yosenju-Monster. Gut, jetzt müssen wir mal abwarten, was er macht. Anhand seines Budgets, das er das ausgegeben hat, würde ich mal schätzen, dass er dunkle Magier spielt. Oder irgendwie was in der Richtung. Okay. Er spielt nur ein Monster in Verteidigungsposition. Yosenju Karma 3. Ist schon ganz nett. Jetzt frage ich mich, wir checken das jetzt einfach. Wir checken das einfach. Ich verwende jetzt nicht schon Metallion. Der ist einfach nur random drin, falls es nötig ist. Wir beschwören jetzt einfach mal Yosenju Karma 3. Aktivieren seinen Effekt. Holen Yosenju Isner. Wenn ein anderes Yosenju-Monster auf dem Feld ist, kann ich ihren Effekt aktivieren und wir können eine Karte ziehen. In der Hoffnung eines weiteres Yosenju. Okay, nein. Aber das Yosenju-Trainingslager aktivieren wir auch gleich. Gamble ich? Ich gamble mal. Ah, schade. Schade. Aber gut, wir wenden unseren Zug. Und die beiden kommen zurück auf meine Hand. Weißer mit der blauen. Okay, also er spielt weißer Drache anscheinend. Und nicht weiße, schwarze Magie. Ich meine, man kann weißen Drachen und schwarze Magie auch verbinden. Das ist eigentlich kein Problem. Aber ich warte mal. Ich habe eigentlich genug Backup, um mich zu schützen.
Und diese Karte hier, Yosin Trainingsgelände, das stackt Zählmarken. Wenn ich hier zum Beispiel, was ihr gerade gesehen habt, den Effekt aktiviere, die Spezialbeschwöre, dann stackt das Zählmarken. Mit einer Zählmarke kann ich die Leute um 300 ATK verstärken. Und mit drei Zählmarken kann ich mir eine weitere Essential-Karte aus dem Deck auf meine Hand holen. So, kurze Zusammenfassung. Und eigentlich will ich so viel wie möglich Essential-Karten auf der Hand, damit ich die immer wieder beschwören kann, die Effekte aktivieren kann, dann kommen sie wieder zurück, ich mache den nächsten Zug das nächste und so weiter. Außer ich brauche eine Xyz-Beschwörung, wenn es nötig ist, aber ja. Er setzt wieder eine Karte in verdeckte Verteidigungsposition, setzt hier eine Karte verdeckt, okay. Also mit Teilen würde ich mir immer noch aufsparen. Okay, jetzt weiß ich die ja 1500. Ich könnte den jetzt verstärken und dann probieren. Oder? Ja, komm, wir beschwören erstmal, wir machen das gleiche nochmal. Haben jetzt schon den Stack. Aktivieren den Effekt. Holen nochmal Isner. Haben noch einen Stack. Aktivieren jetzt den Stack. Machen die stärker. Aktivieren ihren Effekt, damit wir eine weitere Karte ziehen. Und gamble mal. Okay, das war der weiße Stein, alles klar. Gut, dann beenden wir unseren Zug. Die beiden kommen wieder zurück auf meine Hand. Ich brauche mehr Essential Monster, damit ich ihn runterbursten kann. Das wäre geil. Weil ich glaube, er macht. Also, es könnte sein, dass er mich jetzt überrascht, aber er macht nicht viel. Und ja, durch meinen Dimensionsriss, alle Monster, die zerstört werden, die werden verbannt. Also, wenn er jetzt hier lest. Ja, also, wie gesagt, gerade der weiße Stein mit den blauen Augen, wenn der auf den Friedhof gelegt wird, hätte er einen blauen, weiß, hätte er einen weißen Drachen mit eiskaltem Blick auf die Hand oder aufs Spielfeld holen können. Ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube aufs Spielfeld. Aber das geht nicht, weil ich Dimensionsriss auf dem Feld hatte und Dimensionsriss besagt, jegliche Karten, die zerstört werden sollten, werden verbannt und gehen nicht auf den Friedhof. Daher konnte er den Effekt von dem Stein nicht aktivieren, kriegt seinen weißen Drachen nicht und ja, da ist er gleich getiltet und hat keinen Bock mehr. Ja, Yosenju Test 1 abgeschlossen. Wir sehen uns gleich beim Test 2.